Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Karmesin mitten im Kampf. Das Problem ist, wir können keins unserer Pokémon einsetzen. Aber wie es aussieht, können wir Koraidon einsetzen. Koraidon, du bist unsere letzte Hoffnung. Los mit! Ich vertraue auf dich. Na, was sagst du jetzt? Oriakonpuls. Oh, du beherrschst Terra-Ausbruch. Interessant. Du bist ein Kampf-Pokémon, richtig? Dann Flammenwurf. Fall nicht drauf rein. Das hat seinen Kampf von allen angenommen. Los, du schaffst das, Koraidon. Flammenwender wechselt seine Form, während er sich gegen Boden stürzt und verursacht eine riesige Up-Explosion. Ist die Attacke sehr effektiv, steigt ihre Stärke noch mehr an. Kollisionskurs. Ob wir uns davon unterkriegen würden. Los! Auf geht's, nochmal. Das sieht gar nicht gut aus. Lass dich nicht unterkriegen, Sora. Weißt du, ich vertraue auf die Stärke von Koraidon. Gut durchgehalten, weiter so. Was das jemand schafft, wenn das jemand schafft, dann du, garantiert. Aber jetzt sollten wir es mal heilen. Das gibt's doch nicht. Wenn es so weitergeht, schaffen wir das nie. Hey, bilde ich mir das nur ein oder leuchtet der Terra-Kristallisierung? Korrekt, dann setzt die Terra-Kristallisierung ein und macht sie fertig. Steigt ja alles. Aber Terra-Kristallisierung, genau. Terra-Ausbruch. Auf geht's, Koraidon.
Terra-Ausbruch. Zeig sie mit all deiner Stärke. Das bringt nichts, mein Freund. Aber klar. Zeigen wir es ihm. Ein letztes Mal. Terra-Ausbruch. Du besiegst das Paradies-Schutzprotokoll. Muss ich jetzt A drücken? Geht's weiter? Du hast es geschafft. Ist alles wieder unter Kontrolle? Das war fantastisch. Einfach fantastisch. Wer hätte gedacht, dass ihr sogar den letzten Schutzmaßnahmen meines Originals trotzen würdet? Bist du wieder normal? Ja. Dieses Ergebnis hätte nicht einmal die ausgefeilteste KI vorhersagen können. Aber ihr habt euch selbst im Angesicht der Verzweiflung nicht beirren lassen. Ihr habt den Mut, fest an eure Freunde zu glauben und die Kraft, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Egal was für Schicksalsschläge ihr in der Vergangenheit erlebt habt, den Pfad, den ihr eingeschlagen habt, werdet ihr erhobenen Hauptes beschreiten können. Dessen bin ich mir sicher. Danke, Sora. Ich danke euch allen, Kinder. Jedoch ist mir nun klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht angehalten werden kann, solange ich hier bin. Offenbar bin ich ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, der sie immer wieder neu startet. Was soll das jetzt heißen? Es tut mir leid. Euer Abenteuer von hier aus zu verfolgen hat mich sehr bewegt. Ja, eure Freiheit. Darum habe ich euch zutiefst beneidet. Wie ihr als Freunde eng zusammengehalten und euch umeinander gekümmert habt. Wie ihr aus reiner Entschlossenheit stärker zu werden in jedem Kampf alles gegeben habt. Wie ihr euch selbst den größten Feinden gestellt habt, um die zu beschützen, die euch wichtig sind. Wie ihr unermüdlich nach eurem ganz eigenen Schatz gesucht und dafür gekämpft habt. Ja, und wie ihr auf diesen Schwingen durch die Lüfte gesegelt seid. Ich wünschte, ich könnte frei sein wie ihr und mich ungebunden auf die Suche nach meinem ganz eigenen Schatz begeben. Ein Schatz. Ich bin ein Teil des Betriebssystems der Zeitmaschine. Das heißt, solange ich hier bin, lässt sie sich nicht deaktivieren. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mit Hilfe der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, von der ich so lange geträumt habe. Was? Nein! Doch nicht jetzt, wo ihr euch gerade erst wiedergefunden habt. Es geht mir nicht nur darum, die Zeitmaschine zu stoppen. Ich sehne mich tatsächlich auch danach, diese ferne Vergangenheit mit eigenen Augen zu sehen. Dieses Gefühl tief in mir, dieses Kribbeln, ist das der Ruf des Abenteuers? Pepper. Es tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe. Da mir auch die Gefühle meines Originals innewohnen, weiß ich genau, wie sehr dich deine Mutter geliebt hat. Du kannst doch nicht. Was habe ich davon, sowas jetzt zu hören? Du hast recht. Entschuldige. Pepper, Koraidon, Sora. Ich fürchte, jetzt heißt es Abschied nehmen. Mama. Lebt wohl, meine freien Abenteurer.
und viel Glück auf euren Reisen. Das war's? Das war's jetzt? Sie ist weg. Mama. Pepe, wie fühlst du dich? Irgendwie. Ja, irgendwie habe ich es gewusst, schon gewusst. Auch wenn das Ding gerade nicht echt war. Als es meinen Namen mit ihrer Stimme und ihrem Gesicht gesagt hat, da. Ich meine, die Gefühle waren trotzdem echt. Irgendwie bin ich... Sorry, ich kann gerade nicht. Schon klar, ist okay. Koraida, du bist auch traurig, was? Aber wow, das ist also deine Kampfform. Die ist ja sowas von stark, der Wahnsinn. Komm in dieser riesigen Form bloß nicht zum Kuscheln an. Da wird man ja sonst zerquetscht. Tja, sieht so aus, als hätten Sura und Koraidon mal eben so ganz Paldea gerettet. Stimmt. Vielen Dank, Sura. Das war eine sagenhafte Leistung. War klar, dass du die Sache in den Griff kriegen würdest, Sura. Pepe, die Professorin ist zwar nicht mehr bei uns. Aber sie erlebt jetzt bestimmt lauter spannende Abenteuer in der Vergangenheit. Ja, danke, Cosima. Gerne. Und es tut mir leid. Was machen wir jetzt sogar? Gehen wir nach Hause. Ja, das klingt gut. Es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Schon traurig. Andererseits weiß ich, wie Pepper sich jetzt fühlen muss. Oder besser gesagt, wie er sich fühlt. Und wie geht's jetzt weiter? Oh, Leute, ich habe die Idee. Die da wäre, wo wir schon mal hier sind, können wir uns den Heimweg doch auch... Ich glaube, ich... Klingt gut, zuerst sollten wir uns ordentlich mit Sex einpacken, eindecken. Hey, Soa, du kannst doch nicht... Na gut, von mir aus, ich komme ja schon.
muss ich ja entweder ausspielen, da ich ja beide Versionen habe. Was ich ja sowieso machen werde, jetzt auch so nebenbei. Aber bis Pokémon Home endlich damit kompatibel gemacht wird, wird es noch eine Weile dauern. Also, was werden wir jetzt als erstes machen? Ich würde sagen, so nebenbei ein paar Terror-Reads und erstmal die vier versiegelten Pokémon befreien. Denn diese scheinen, vor allem das eine gefällt mir. Wenn ich so in den Pokédex hier gucke, sind alle vom Typ Unlicht. Nur der Zweigtyp ist eines. Einer ist Wanze, einer Eis, einer Boden, einer Feuer. Na, mal sehen. Ich habe auch an einigen Stellen manchmal sehr gehapert, weil die Gegner wirklich sehr, sehr stark waren. Vielen Dank, geschätzte Freunde. Hoppala. Wie geil ist das denn? Und Koraidon ist immer mit dabei. Ob ich es jetzt auch so im Kampf einsetzen kann? Ja. Die folgenden Schüler werden um ihre Aufmerksamkeit gebeten. Sora, Nemedia, Pepper und Cosima. Bitte begebt euch zum Büro des Direktor Klavel. Ich wiederhole, bitte begebt euch zum Büro vom Direktor Klavel. Was will der Professor jetzt auch mal von uns? Außerdem ist ja jetzt noch was ganz anderes. Denke ich mal. Aha, da ist unser Held ja endlich. Tritt ruhig etwas näher heran, Sora. Jetzt kriegen wir Ärger, oder? Gute Frage. Keine Sorge, ich habe euch nicht zu mir gerufen, weil ihr in Schwierigkeiten steckt. Es geht mir um eure Verdienste bei der Schatzsuche im Rahmen der freien Projektarbeit. Ihr habt die Zeitmaschine gestoppt und damit den außer Kontrolle geratenen Pokémon aus der Vergangenheit Einhalt geboten. Das war vortreffliche Arbeit. Als euer Direktor bin ich wirklich überaus stolz auf euch, dass ihr ohne Erlaubnis in einen abgesperrten Ort eingedrungen seid. Das ist wiederum bedauernswert. Sehr bedauernswert, absolut. Doch in Anbetracht dessen, dass ihr das reiche Ökosystem ganz Paldeas bewahrt habt, werde ich darüber hinwegsehen. Puh. Wir kriegen also doch keinen Ärger. Oh, bevor ich es vergesse, das ist für dich, Sora. Die anderen haben ihren bereits erhalten. Meisterball, cool. Den Ruhmeshallenorden, den ich dir neulich überreicht habe, erhalten nur Schüler, die an der Akademie Hervorragendes geleistet haben. Ich erwarte von dir, dass du dieser Auszeichnung gerecht wirst und dich entsprechend verhältst. Mach uns also bitte keine Schande und sei deinem Mitschüler stets ein gutes Vorbild. Selbstverständlich. Also mach nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für dich bereithält. Und Pepper. Mein aufrichtiges Beileid wegen der Professorin. Danke. Es war ein harter Schlag für mich zu erfahren, dass meine Mutter gestorben ist. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie etwas freier. Im Schlund habe ich ein bisschen was über die Forschung meiner Mutter erfahren und darüber, was sie erreichen wollte. Wenn man sowas Krasses wie eine Zeitmaschine bauen will, hat man natürlich keine Zeit dafür, sich um ein Kind zu kümmern. Und ich möchte die Unzufriedenheit, die ich von klein auf mit mir rumgestellt habe, endlich hinter mir lassen. Zusammen mit Mastifioso und meinen Freunden werde ich den Schultag bis zu meinem Abschluss voll und ganz genießen. Etwas anderes hätte ich von Professor Antikas Sohn auch nicht erwartet. Das erinnert mich daran, dass dir für einen Abschluss noch jede Menge Leistungsnachweise fehlen. Bitte gib dem jetzt... Wie bitte?
Abgesehen davon freut es mich sehr, dass es nun einen weiteren Schäppern unserer Akademie gibt. Eure Leistungen im Schlund von Padea können wir zwar nicht öffentlich würdigen, aber deinen neuen Champion möchte ich dafür umso mehr mit allen hier an der Akademie feiern. Oh ja, ich weiß auch schon wie. Wie wir das am besten tun? Mit einem Pokémon-Kampfturnier. Jetzt geht das schon wieder los. Emilia, wie sie lebt und lebt. Ein Pokémon-Kampfturnier. Ein mehr oder minder eigennütziger Vorschlag, wie mir scheint, aber warum nicht? Allerdings sind auch Vorbereitungen für andere Veranstaltungen im Gange, daher können wir nichts Großes organisieren. Entschuldigt, dass ich mich einfach so einmische, aber ich habe eure Unterhaltung mitbekommen. Mr. Garia, die Pokémon Liga wird diesen Wettkampf gerne unterstützen. Im Ernst? Na sowas, Zagaria, welch ein erfreuliches Angebot. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um junge, aufstrebende Talente zu fördern. Doch. Oh, sorry. Damit möchte ich jedoch nicht sagen, dass nur Nachwuchstalente im Umgang mit Pokémon Potenzial besitzen. Es gibt auch einige Angestellte an der Akademie, die im Training von Pokémon sehr bewandert sind. Beispielsweise die ehemalige Arena-Leiterin oder den Entwickler der Pokédex selbst. Darum möchte ich folgenden Vorschlag machen. Sowohl Lehrkräfte als auch Schüler sollten teilnehmen dürfen, um herauszufinden, wer der oder die Allerstärkste an dieser Akademie ist. Wir können auch gegen die Lehrer antreten, das wäre der Wahnsinn. Sie als Top-Champ würden natürlich auch mitmachen, oder? Als Außenstehende darf sie das nicht, oder? Naja, als Vorstandsvorsitzende der Akademie ist sie nicht gerade jemand Außenstehendes. Echt jetzt? Gibt's auch irgendwas, was sie nicht macht? Captain Emilia, ich danke dir für die Einladung. Ich würde auch liebend gern teilnehmen. Aber ich habe sehr viel zu tun und es wird schwierig sein, Zeit dafür zu finden. Was? Und da kann man nichts dran ändern? Naja, eventuell könnte ich teilnehmen, wenn mir Shemsura etwas Arbeit abnimmt. Ich helfe gerne. Vielen Dank, Shemsura. Dann würde ich dich bitten, an meiner Stadt allen Arena. Stadt. Alle Arenen Padeas zu inspizieren. Wird jenen, die den Champion anstreben, dort freundlich der Weg gewiesen. Geht noch immer alles mit rechten Dingen zu und das herauszufinden musst du als Champ gegen die Arenaleiterin und Arenaleiter antreten und ihr könnt prüfen. Ich habe diese außerordentlichen Talente selbst auserwählt und weiß daher, dass keiner von ihnen verantwortungslos ist. Es handelt sich also eher um eine Formalität. Außerdem ist das eine ideale Gelegenheit für dein Debüt als neuer Champ. Da sie denken, ich als Top-Champ würde die Inspektion durchführen, werden sie entsprechend gut vorbereitet sein. Stell dich also darauf ein, dass sie wesentlich stärker sein werden als bei eurem letzten Kampf. Du darfst gegen die Arena-Leute kämpfen, wenn sie wirklich alles geben. Ich platz gleich vor Neid. Ich werde mich jetzt verabschieden, denn es wartet noch andere Arbeit auf mich. Cosima und ich müssen noch einen Weg finden, wie wir die Sicherheitslücken im LP-System ausbügeln können. Ich wollte eigentlich die Animes schauen, die sich bei mir angestaut haben. Vielen Dank, dass du so bereitwillig deine Hilfe anbietest. Okay, ich helfe ja schon. Also dann, ich verlasse mich auf dich. Gehen wir, Cosima. Das packst du schon. Das ist der Hammer, Sora. Jetzt sieht es an dir, als ob Top-Champ Zagaria bei unserem Turnier mitmachen kann. Viel Spaß beim erneuten Abklappern der Arenen. So eine Gelegenheit hat man nicht alle Tage. Ich werde dabei bei der Veranstaltung um Erlaubnis für den Wettkampf bitten und mit den Vorbereitungen beginnen. Ach, die Eigenständigkeit meiner Schüler führt mich zutiefst. Bitte gebt alle eure Bestes. Mein Controller muss aufgeladen werden. Was ist mit mir? Du machst natürlich mit, mein Freund. Wir haben immer noch eine Rechnung offen.
Okay. Alles klar. In der nächsten Folge, also ab der nächsten Folge, werden wir uns dann um die versiegelten Pokémon kümmern. Einen nach dem anderen. Mal sehen, wie lange es dauert, um alle Siegel zu lösen. Und dann werden wir auch nebenbei den Pokédex finden. Aber fürs Erste, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar. Würde mich riesig drüber freuen. Oh. Willst du Koraida im Hauptmenü aus? Kannst du zwischen seiner Kampfform und seiner Reitform wechseln? Cool. Das testen wir dann das nächste Mal auch aus. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen Kommentar, würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet und euch die Videos gefallen, könnt ihr mich gerne mit einem... könnt ihr mich gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Das tut nicht weh, kostet nichts und würde mich sogar riesig drüber freuen. Ansonsten kommt ihr links noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschickt. Und rechts ist wie immer die Playlist zu Pokémon Karmesin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein!